Planeten herrscht zwischen den mächtigsten Völkern der Welt, deren jedes die Fähigkeit hat, jedes andere tödlich zu treffen. Dies Gebäude der Abschreckung ruht auf dem einfachen Grundsatz: Furcht habe jeder, der andere könnte als erster Acht zuschlagen. Doch wenn niemand den ersten Schlag führen kann, wäre kein Gegenschlag. Und wenn niemand glaubt, dass je ein anderer als erster zuschlägt, wäre keine Abschreckung mehr und Gefahr droht den hilflosen Völkern. Groß ist daher die Kunst zu nennen, die darin besteht, Geltung zu schaffen der schrecklichen Drohung der Eskalation. So zu drohen, dass Tod und Zerstörung vermieden wird je. Nicht ist der Sinn nuklearer Raketen, den Krieg zu führen. Hindern sollen sie den Staatsmann, leichtfertig zur Streitaxt zu greifen. Oh, die in großen Höhen gezündeten Megatonnen. Brandschäden lösen im Umkreis von 200 Meilen sie aus. Weltstädte werden von Ost bis West, Süd bis Nord grässlich zerstört. Schrecken und Unglaube lähmt das Denken des ratlosen Laien. Wie man nicht pensioniert wird, Science-Fiction-Hörspiel von Friedrich und Peter Scholz. Doch Gemach. Da kein vorsätzlich Morden beschlossen ist, da Zufallskrieg einzig den Faden des Lebens zu kappen droht, so greift man zur Vorsicht und perfektioniert sie derart, dass eher nicht der unglaubliche Gegenschlag fliegt, zum Feind ihn zu töten, als dass durch Zufall man krümmt ihm ein einziges Haar ohne Grund. Nie war größere Macht je zu größerer Ohnmacht erstarrt. Einäschern lässt sich der Feind zwar wehrlos, doch nicht sich entwaffnen. Phönixgleich heben danach die rächenden Bomben sich ab, unversehrt. Offen und ungeschützt zeigt man vor seine blühenden Städte. Friedenswillen beteuern als Geiseln die schutzlosen Bürger. Herr Botschafter, seit 5 Tagen warten wir auf Informationen über das sowjetische Atom-U-Boot, das in New Yorks Upper Bay gesichtet wurde. Wartet man, bis es im Hudson River vor Anker geht, oder was gedenken Sie zu tun? Im Moment kann man gar nichts sagen. Wir warten noch auf Analysen. Aber so viel ist sicher. Eine akute Gefahr für die Bevölkerung New Yorks besteht keinesfalls. Die Bevölkerung scheint anderer Meinung zu sein, Herr Botschafter. Immerhin haben bereits 4 Millionen New Yorker die Stadt in Panik verlassen. Offizielle Stellen sprechen von 1 bis 1,5 Millionen. Und vergessen Sie nicht, wir haben Urlaubszeit. Ein wesentlicher Teil der angeblich Stadtflüchtigen ist lediglich in die Ferien gefahren. Im Übrigen hat der Rückstrom erstaunlich früh wieder eingesetzt. Von Panik kann also gar keine Rede sein. Ist das nicht die übliche Gewöhnung an die Gefahr, an ein Leben mit der Todesmaschine sozusagen? Man sollte die Dinge nicht dramatisieren. Wo befindet sich das U-Boot im Augenblick? Genaue Informationen darf ich Ihnen aus Sicherheitsgründen selbstverständlich noch nicht geben, aber nur so viel. Vor 2 Tagen wurde es im Mississippi nahe Memphis gesehen. Inzwischen hat es den Kontinent wieder verlassen, kreuzt im Golf von Mexiko. Liegen bereits Stellungnahmen der Sowjets vor? Ja. Mein sowjetischer Kollege ließ mich wissen, dass das Ausweichsystem des U-Bootes restlos intakt ist. Die amerikanischen Hochseesegler können ihrem Sport im Golf von Mexiko also unbesorgt nachgehen. Und was wird Westraunen beschließen? In 2 Stunden kann ich Ihnen da mehr sagen. Herr Botschafter, Ihr Schutzblättchen. Herr Botschafter, der zusammenfassende Bericht. Ja, ah, danke. Bitte sehr, Herr Botschafter. Soeben wurde Sprosse 5 der Eskalation nach Kahn erreicht. An diesem Punkt muss laut Statut ein zusammenfassender Bericht der Krise gegeben werden, um den beteiligten Nationen, aber auch den neutralen Beobachtern Gelegenheit zu einer Pause der Besinnung und des erneuten Abwägens zu geben. Bitte bringen Sie mir einen Kaffee mit, Cognac. Bekanntlich entstand die U-Boot-Krise, als die amerikanische Radarwarnung vor 5 Tagen ein sowjetisches mit interkontinentalen Trägerraketen und thermonuklearen Sprengköpfen bestücktes U-Boot in New Yorks Upper Bay meldete. Die Krise spitzte sich zu,
als der Aufforderung der USA, das U-Boot abzuziehen, nicht Folge geleistet wurde. Wie wär's denn, wenn... Heute erklärte die UdSSR, dass das unbemannte, vollautomatische Boot durch einen technischen Fehler in die Nähe Nordamerikas gelangen konnte. Nämlich durch den Ausfall des Aufnahmegerätes für die kodierten Steuerbefehle. Wie wär's denn, wenn man das U-Boot als Zigarrenfrachter verwendet? Das ist ja gerade in der Nähe von Havanna. Dieser Ausfall hat ein automatisches Ausweichsystem in Betrieb gesetzt, aber nicht den Antrieb ausgeschaltet. Aufgrund der umfangreichen Sicherheitseinrichtungen ist es unmöglich, das U-Boot einzufangen oder zu zerstören. Daher wird es, bis der Treibstoff, in diesem Falle Uran-235, verbraucht ist, alle schiffbaren Gewässer befahren, was etwa 5 Jahre dauern wird. In Ordnung. Kollisionen sowie das Abfeuern von Waffen sind ausgeschlossen. Die UdSSR hat sich förmlich entschuldigt. Zu klären ist die Überwachung des Bootes. Wir werden den ununterbrochenen Einsatz von U-Booten und Hubschraubern auf Kosten der UdSSR vorschlagen. Mr. Präsident? Einverstanden. Herr McNaughton, deeskalieren Sie über Sprosse 4 auf Sprosse 3, Stufe 7, formloses Angebot. Herr Klapstein, Herr Goldwater, ich habe die Ehre, Sie im Namen von Westraunum zu begrüßen. Die Wahl unter den Antragstellern, die der heutigen Kodierung beiwohnen wollten, ist uns nicht leicht gefallen. Aus einer großen Anzahl illustrer Namen fiel unsere Entscheidung auf Sie beide. Die Schutzplättchen. Bitte schön. Danke. Aus Gründen, die Sie kennen, gelten in diesem Hause besondere Sicherheitsvorschriften. Jeder von Ihnen muss, solange er sich in Westraunum aufhält, eines der Spezialschutzplättchen tragen, die ich hier für Sie bereithalte. Die unzerreißbaren Ketten, an denen Ihre Schutzplättchen befestigt sind, schlingen Sie so, wie ich es jetzt vormache, erst um den Hals und dann um beide Armgelenke. Damit wird verhindert, dass Sie nachher von den Sensoren als unbefugte Personen behandelt werden. Das würde tödliche Blitze zur Folge haben. Nein, verehrter Herr Goldwater, erst um den Hals und dann um die Armgelenke. Sollte es notwendig werden, fremde Personen aus dem Haus zu entfernen, dann können die Schutzplättchen ungültig gemacht werden. Aber seien Sie unbesorgt. So, haben Sie Ihre Schutzplättchen angelegt? Au! Verzeihen Sie, Herr Klapstein. Kommen Sie doch bitte ganz in den Lift, damit die Tür schließt. Dankeschön. Wenn Sie druckempfindlich sind, bitte schlucken. Mit diesem Lift kommen wir in das Zentrum von Westraunum, in seine Seele, die Knopftischhalle. Wir nennen sie Knopftischhalle, weil dort alle Aktivitäten, die von Westraunum ausgehen, per Knopfdruck ausgelöst werden. Um den Knopftisch zu bedienen, muss man die magischen Ziffern kennen. Diese sind Teilmengen einer geheimen, total unmathematischen, nicht errechenbaren Zahlenfolge, die täglich wechselt. Die magischen Ziffern für die folgende Periode gibt die Zentralmaschine nur dann aus, wenn die magischen Ziffern der laufenden Periode richtig eingegeben worden sind. Dies geschieht täglich um 20 Uhr, also in genau 4 Minuten. Die magischen Ziffern der laufenden Periode kennt jeweils nur ein Mensch auf der Welt, der technische Bevollmächtigte einer der drei Mächte. Die Zuständigkeit wandert unter den drei Mächten gegen den Uhrzeigersinn. Alle weiteren Details sind geheim. Pause. Pause. Sie sehen Putzfrauen am Knopftisch, denn gerade ist Kaffeepause. Auch die Maschine ist auf Pause geschaltet. Sie kann nur vom zuständigen technischen Bevollmächtigten wieder in Betrieb genommen werden. Das ist zurzeit der Bevollmächtigte der VR China. Darf ich bekannt machen? Herr Klapstein von der Allgemeinen Weltzeit und Herr Goldwater von der Daily Mail. Die technische Bevollmächtigte der UdSSR, Frau Filomena Romanovna. Freut mich. Der technische Bevollmächtigte der VR China, Herr Liu Zunhai. Angenehm. Und der technische Bevollmächtigte der USA, Herr Bob McNaughton. Hallo. Herr Liu Zunhai wird nun die Neukodierung vornehmen. Pause. Darf ich die Raumfliegerinnen bitten, die Sperrzone zu verlassen? Das gleiche gilt für Herrn Seeger. Für unsere Gäste, Herrn Klapstein und Herrn Goldwater, haben wir dort drüben Stühle aufstellen lassen.
Pause. Herr Sieger, gießen Sie doch bitte die Blumen nachher zu Ende. Wenn ich das kurz erläutern darf. Während des Kodierens ist der markierte Raum um den Knopftisch eine besondere Sicherheitszone. Auf jede hinzutretende Person würden sich elektrische Blitze entladen. Bob, bist du an der Kärtchenausgabe? Ready. Pause. Philomena, kann ich anfangen? Date, Varisch. Dabei, dabei. Gut. Ich bin verpflichtet, allen Anwesenden folgenden Text zu verlesen. Alle Personen, die sich zum Zeitpunkt der Neukodierung, das heißt in der Zeit von 19.55 Uhr bis 20.05 Uhr, in der Schaltzentrale aufhalten, sind verpflichtet, außerhalb der gekennzeichneten Sperrzone mit erhobenen Händen und bewegungslos zu stehen. Ganz so streng halten wir das nicht mehr. Sie können sich von mir aus frei bewegen. Nur kommen Sie nicht in die Nähe der Sperrzone. 3, 0, 2, gib jetzt die magischen Ziffern ein. 2, 1, 1, 3, 1. Die Zahlenfolge wurde korrekt eingegeben. Damit ist die 8223. Neukodierung beendet. Nach dem Ertönen der plagalen Dreiklangsfolge im G-Dur erfolgt die Ausgabe der geheimen Ziffernfolge für die kommende Periode auf Seiten der USA. Die Maschine ruft jetzt aus dem mehrfach gesicherten Speicher die magischen Ziffern für die kommende Periode ab. Die Ziffern werden in Spezialkarten gestanzt. Dieser Vorgang wird mit Laserstrahlen kontrolliert. Durch ein unzerstörbares Rohrpostsystem gelangt die Karte an die entsprechende Macht. Der technische Bevollmächtigte ist verpflichtet, die Karte mit der Ziffernfolge sofort an sich zu nehmen und haftet für deren Geheimhaltung. Soll ich euch was verraten? Die dritte Zahl ist 8. So, und nun bin ich verpflichtet, folgenden Text zu verlesen. Jede Person, die versucht, den Träger dieser Codekarte anzugreifen oder die Karte durch gewaltlose Mittel in ihren Besitz zu bringen oder sich auf andere Weise die Kenntnis der magischen Zahl anzueignen, wird augenblicklich, kennt ihr schon, atomisiert, zerpulvert, entmaterialisiert und an beiden Beinen aufgehängt. Herr Seeger, Sie können weitergießen. Ich habe nicht gegossen, Herr McNaughton. Pause. Ich habe abgestaubt. Das ist nämlich oft wichtiger als gießen. Pflanzen brauchen Licht, so wie wir Luft zum Atmen brauchen. Und wenn hier in den dunklen Räumen auch noch Staub auf den Blättern liegt, müssen die ja ganz verkommen. Vielleicht stellen Sie die Pflanzen ab und zu ans Sonnenlicht. Ja, meine Herren, das war's schon. Entschuldigen Sie meine Eile, ich habe wichtige Termine. Das würde auch nicht viel helfen. Hier entlang. Pflanzen darf man nicht hin und her tragen. Pflanzen brauchen Ruhe. Pause. Einen Lichtschacht müsste man bauen. Beantragen Sie doch einen, Herr Seeger. Hi. Wissen Sie, meine Damen, was Sie immer für einen Aufwand mit Ihren Zahlen betreiben. Ja, Herr Seeger, aber auch Ihre Sicherheit wird damit gewährleistet. Ja, ja, aber und Licht Sie? Fehlt. Sehen Sie zum Beispiel diese schöne Anthurium Schatzerianum, Abteilung Angiosperme, Klasse Monocotyledone, Familia Rache, auch Flamingoblume genannt, Ursprung Costa Rica und Guatemala, stammlos, Blättern dicht im Kreuz, eng zusammenstehend, tief dunkelgrün, lang lanzettlich, zahlreich, Blüten nicht glänzend, scharlachrot, die Kolben meist spiralartig gedreht. Wie sieht's hier aus? Pause. Verkommen. Ich bewundere Sie, Herr Seeger. Bei Ihrem Wissen, da hätten Sie doch studieren können. Als Gärtner muss man sich eben ein bisschen auskennen mit den Blumen. Aber als der Herr McNaughton diese alten Schriftsteller erwähnte, da haben Sie ja auch gleich Bescheid gewusst. Doxographen, griechisch, antike Schriftsteller, die die Lehrmeinungen doxai berühmter Denker nach Problemen geordnet sammelten. Zum Beispiel Theophrastes, den Physikon doxai. Aus diesen stammen durch Zwischenglieder die Plutarch zugeschriebenen Plätze, die Philosophorum. Philosophorum? Na, so etwas merkt man sich doch. Haben Sie das nicht? Das lasse ich weg. Ich spreche nicht zum Mitstenografieren zu schnell. Nein, nein. Dann lassen Sie mich an dieser Stelle etwas über die Entstehung von Bistranum sagen.
Wie Sie wissen, besteht schon seit geraumer Zeit die Situation des atomaren Pakts zwischen den Großmächten. Eine Atommacht zum Beispiel, die mit Atomwaffen angegriffen wird, ist, selbst wenn sie zerstört wird, immer noch in der Lage, einen vergeltenden Zweitschlag zu starten, der die angreifende Macht ebenfalls vernichtet. Der wesentliche Unterschied zu früher liegt im Folgenden. Früher hatte jede der drei Supermächte, die UdSSR, die USA und die VR China, ein eigenes strategisches Zentrum, von dem aus die Trägerraketen gestartet werden konnten. Die Absicherung des atomaren Pakts hatte aber zur Folge, dass sich die Zentren einander näherten. Als Annäherung Schritte sind zu nennen, der heiße Draht zwischen den Regierungen der Großmächte, die gezielte Übermittlung von Sicherheitsgeheimnissen, das sogenannte McNaughton-Signal, schließlich das Abkommen zur Begrenzung der strategischen offensiven und defensiven Waffensysteme, genannt SALT. Den ersten symbolischen Schritt zur Zusammenlegung der strategischen Kommandozentren machte Präsident Nixon, als er sich 1972 in China aufhielt, um damit Chinas Aufnahme in den Atomclub zu besiegeln. Wie stets führte er eine Apparatur bei sich, mit der er die Möglichkeit hatte, die US-Trägerraketen zu starten. Man erkannte schließlich, dass es jedes Sicherheitsrisiko erheblich verringern würde, wenn man alle drei strategischen Zentren an einen Ort legen würde. Die Informationswege verkürzten sich enorm. Sehen Sie, ein atomarer Schlag kann jetzt nur noch unter den Augen von Beauftragten der angegriffenen Macht initiiert werden. Damit ist ja jeder Schlag unmöglich. Nicht ganz. Jede der drei Großmächte könnte theoretisch eine der beiden anderen atomar angreifen. Aber dieser atomare Schlag müsste von Westraunum aus angeordnet werden. Erst wenn Westraunum lahmgelegt würde, dann wäre jeder atomare Erstschlag, jedenfalls für eine geraume Zeit, unmöglich. Aber dieser Erstschlag wird ja ohnehin durch das atomare Pakt ausgeschlossen. Das ist der Kernpunkt. Meine armen Leser. Meine Darstellung ist bereits sehr vereinfacht. Die letzte Stufe der Entwicklung, vor fast genau 20 Jahren, war die Zusammenlegung der drei Zentren in einen Raum. Der Tisch, von dem aus die Operationen gesteuert werden, ist dreieckig. In ebenfalls dreieckiger Anordnung liegen um diesen Tisch herum die drei Botschaften der Großmächte, die ständigen Kontakt untereinander und zu ihren Regierungen unterhalten. In den Botschaften befinden sich überall handtellergroße, rote Kapitulationsknöpfe, die sich im Laufe einer sich zuspitzenden Krise zum Violett hin verfärben. Der Druck auf einen dieser Knöpfe hat den Wert einer ratifizierten Kapitulationsurkunde gegenüber den jeweiligen Forderungen des Gegners. Auf diese Weise wird der Start von Trägerraketen verhindert. Über allen vier Trakten liegt das Friedenszentrum UNOROPA, von dessen Generalsekretär, seiner Eminenz Donelbain, Sie, meine Damen und Herren, zu einer Audienz erwartet werden. Oh, das ist ja reichlich. Ich bitte Sie, die Würde dieser Stätte zu wahren. Und wie schon erwähnt, eine Fragestunde beim chinesischen Botschafter ist nach diesem Empfang vorgesehen. Damen und Herren, von hier aus wird das Hausrecht über Westraunum ausgeübt. Hohe humanitäre Zielsetzungen bestimmen die Atmosphäre in diesen Räumen. Der Generalsekretär der UNO-OPA selbst, seine Eminenz Donelbain, wird zugleich eine kurze, feierliche Ansprache. Liebe Mitstreiter für den Frieden. Wir haben uns hier versammelt, um die zentrale Stätte des Friedens zu würdigen. UNO-OPA ächtet den Krieg und die Gewalt. UNO-OPAs Sendung ist die Verbreitung
seiner hohen humanitären Zielsetzung. Uno Europa verkörpert den Friedenswillen der Welt. UNO-OPA befreit die Völker in aller Welt von ihrer Furcht. UNO-OPA bietet all denen, die ehrlichen Friedenswillen sind... Krise, Krise, Krise. Thunfischkrise, Sprosse 3. Thunfischkrise, Sprosse 3. Kann doch nicht meine Feier stören. Schutzbrötchen werden ungültig. Meine Damen und Herren, bitte bewahren Sie die Ruhe. Dies Zeichen bedeutet, dass wir eine Krise zuspitzt. Das heißt, wir befinden uns in einer Situation, die den Weltfrieden gefährden könnte. Damit der reibungslose Ablauf garantiert wird, müssen wir alle uns in 5 Minuten die Werde los. Im Erfrischungsraum befinden. Ihre Schutzbrettchen werden nämlich ungültig und nur im Erfrischungsraum sind Sie vor den Hochspannungsblitzen sicher. Toll. Bitte, keine Sorge. Es besteht keine Gefahr. Bitte, keine Sorge. Schutzbrettchen werden ungültig in 240 Sekunden. Prima. Es geht los. Liu Songhai, du bist mit Plättchendrucken dran. Dann überlege ich mir ein schönes Kennwort. Gab es Australisation schon? Australa, Australien, Austrop? Nein, kam noch nicht vor. Wartest du einen Moment, ja? Deine Kennungsideen sind immer gut. Mir fallen immer nur Blumen ein. Rose oder Nelke oder sowas. Australisation also. A-U-S-T-R-A-L-I-S-A-T-I-O-N. Hallo? Australisation. Hallo? So, was gibt's denn? Im Haus befinden sich 43 Journalisten. Sei. Liu Zhonghai? Die Journalisten sind im Erfrischungsraum. Alle? Ich glaube, ja. Glauben ist mir zu wenig, mein Junge. Wir wollen hier keine Unfälle. Ich zähle nochmal schnell durch. Lass dir lieber Zeit. Hauptsache, du verzählst dich nicht. Zentrale Philomena? Die Schutzplättchen sind verteilt. Gibt es sonst noch etwas für uns? Nein, ihr seid fertig. Schönen Dank. Zentrale, Bob? Verdammte Zählerei. Du bist ja falsch gelandet, mein Junge. Aber jetzt sind alle in Sicherheit. Fein, schick uns mal eine Runde Milchshake, ja? Gern. Ich spende dir eine Runde Milchshake. Legt bitte die neuen Schutzplättchen um. Ich mache sie gültig. Sicherung zum Schutzplättchen gültig machen. Australisation gelöst. Schutzplättchen Australisation gültig. Sicherung zum Schutzplättchen ungültig machen. Nelke gelöst. Schutzplättchenprobe mit Kitzelstrom. Philomena, was gibt's? Im Quergang lacht jemand. Bring ihm ein Plättchen. Meine Damen, meine Herren, Ihr Milchshake. Das ist aber reizend. Was macht das zusammen? 84. Danke. Liu Zhonghai? Der Mann lacht nicht mehr. Gut, dann mache ich jetzt Nelke ungültig. Achtung, Achtung. Countdown für Schutzplättchen Nelke. 15, 14, 13... 12. Batterien nachladen. Eminenz, walten Sie Ihres Amtes. Gestatten. 9 Volt Batterie. Immer zur Hand. Batterie nachladen. Voilà. 11. Meine Herrschaften, ich empfehle. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Frau Romanovna, schalten Sie auf Sprosse 4, Verhärtung der Standpunkte, Stufe 1, Bruske zurückweise. Sprosse 4, Stufe 1 für die UdSSR. Hiermit erklärt die Regierung der UdSSR feierlich, dass es sich bei den chinesischen Forderungen um ein unglaublich gewissenloses Pokerspiel handelt, auf das einzulassen sich die Regierung der UdSSR nicht herablassen wird. Ein Tonfall ist das. Aufstehen ist fertig. Thank you.
Herr McNaughton, schalten Sie auf Sprosse 4, Verhärtung der Standpunkte, Stufe 2, Sympathietelegramme. Sprosse 4, Stufe 2 für die USA. Wir beglückwünschen die Chinesen zu ihrer tapferen Haltung. Liu Zhonghai, würdest du bitte Sprosse 5, Machtdemonstration, Stufe 1, wirtschaftliche Pressionen schalten? Sprosse 5, Stufe 1 für die VR China. Das chinesische Volk unter der Führung des Vorsitzenden Mao betrachtet die Thunfischkrise nicht als Pokerspiel. Daher hat es seine amerikanischen Freunde ersucht, die Belieferung des friedliebenden chinesischen Volkes mit Thunfisch zu übernehmen und es damit vom unverschämten Druck der russischen Revisionisten zu befreien. Soeben wurde Sprosse 5 der Eskalation nach Kahn erreicht. An diesem Punkt muss laut Statut ein zusammenfassender Bericht der Krise gegeben werden, um den beteiligten Nationen, aber auch den neutralen Beobachtern Gelegenheit zu einer Pause der Besinnung und des erneuten Abwägens zu geben. Bekanntlich entstand die Thunfischkrise aus einer komplizierten Verquickung von Thunfischfang, Thunfischverarbeitung und Thunfischkontrolle sowie Thunfischpreisverhandlungen. Hierbei war es die UdSSR, die traditionell den Fang, die Verarbeitung auf dem Fangschiff sowie die Anlieferung über einen sowjetischen Hafen und eine Weiterbeförderung per Bahn in das Landesinnere der VR China übernahm. Die VR China verlangt nun, dass der Thunfisch von den sowjetischen Fangschiffen unverarbeitet, lediglich tiefgefroren, direkt in chinesischen Häfen gelöscht und dort von chinesischen Thunfischfabriken zubereitet wird. Hast du mal Feuer, Bob? Wetten, ihr deeskaliert? Frau Romanowna, deeskalieren Sie über Sprosse 4, Verhärtung der Standpunkte auf Sprosse 3, Abgabe von Erklärungen, Stufe 7, formloses Angebot. Sprosse 3, Stufe 7 für die UdSSR. Zum Beweis der dauerhaften Freundschaft zwischen den Völkern der UdSSR und der VR China macht die Regierung der UdSSR der VR China folgendes großzügige Angebot. Sie erklärt sich bereit, innerhalb einer zu verabredenden Frist ihre Thunfischfangflotte mit Tiefkühleinrichtungen für unverarbeiteten Thunfisch zu versehen. Innerhalb einer ebenfalls zu verabredenden Frist müsste die VR China sich bereit erklären, die Thunfischverarbeitungsanlage modernster Bauart der UdSSR zu kaufen. Bist du so gut, Liu Zhonghai, und deeskalierst über Sprosse 2 diplomatische Gesten und Sprosse 1 augenscheinliche Krise herunter auf Normalstufe Kalter Krieg. Normalstufe Kalter Krieg für die VR China. Wir gratulieren der Regierung der UdSSR zu ihrer verantwortungsbewussten, fortschrittlichen Haltung. Wenn ihr nichts Besseres vorhabt, lade ich euch zum Tee ein. Groß ist daher die Kunst zu nennen, die darin besteht, Geltung zu schaffen der schrecklichen Drohung der Eskalation. So zu drohen, dass Tod und Zerstörung vermieden wird je. Pause. Ich müsste ja auch mal in die Ecke, Herr Seeger. Einen Moment bitte. Pause. So, bitteschön. 10:08 schon. Pause. Gleich geht der Umstand mit den Pause. Zahlen wieder los. Ja.
Aber wissen Sie was? Heute mache ich das mal. Aber Herr Seeger, Sie kennen doch gar nicht die Zahlen. Doch. Ich sehe direkt vor mir, was für Zahlen kommen müssen. Null. Sechs. Acht. Null. Drei. Drei. Neun. Zwei. Die Zahlenfolge wurde korrekt eingegeben. Damit ist die 8227. Neukodierung beendet. Nach dem Ertönen der plagalen Dreiklangsfolge in G-Dur erfolgt die Ausgabe der geheimen Ziffernfolge für die kommende Periode auf Seiten der UdSSR. Ich habe es schon für Sie gemacht, Herr Bier. Herr zum Sieger! Rein. Herr Sieger! Kommt Leo nicht herein, die Sperrzone! Zuständige technische Bevollmächtigte ist verpflichtet, die Karte mit der Ziffernfolge sofort an sich zu nehmen und haftet für deren Geheimhaltung. 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 Herr Seeger, Sie haben es doch gehört. Geben Sie mir das Kärtchen. Geheimhaltung. Nicht in den Reißwolf. Alle raus hier! Los! Raus! Komm, alle raus! Komm, raus! Raus, alle raus! Sofort, raus! Scheiße. Scheiße. Ein Wahnsinniger! Scheiße. Ein Wahnsinniger! Ein Wahnsinniger! Ein Terrorist sitzt am Knopf. Ein Wahnsinniger! Die Zahlen. Ein Wahnsinniger! Schalt doch den Lärm ab! Allein. Scheiße. Ein Wahnsinniger! Das ist das Ende! Scheiße. Ein Terrorist! Das ein Terrorist sitzt am Schlafttisch! Ein Terrorist! Das ist der jüngste Scheiße. Tag! Ein Terrorist! Das ist das Ende! Ein Terrorist! Ein Terrorist sitzt am Knopftisch, er kennt die Zahlen. Alarm. Ein Wahnsinniger. Alarm. Stellt doch wenigstens Alarm. Ein Wahnsinniger. Alarm. Stellt doch wenigstens das ist das Alarm. Holt ihn raus. Ein Terrorist sitzt am Knopftisch. Holt ihn doch raus. Er kennt die Zahlen. Holt ihn raus. Alarm. Was zum Teufel geht hier überhaupt vor? Er ist die Botschaft der VR China. Ich wende mich an die Botschaften der USA und der UdSSR. Bitte schalten Sie Ihre Konferenzsprechanlage ein. Hier spricht die Botschaft der UdSSR. Sind Ihre Kapitulationsknöpfe besetzt? Hier Botschaft USA. Alles okay bei uns. Wir haben ein Ultimatum von der UdSSR. Ihr wollt die 6. Flotte. Was sollen wir mit dem Gerümpel? Von mir aus könnte sie verschrotten. Ich drücke Kapitulation. Besten Dank. Vielleicht können wir uns mit sibirischen Sümpfen erkenntlich zeigen. Ich habe eine Bitte, sagen Sie nur das Notwendigste. Und wie soll es weitergehen? Wir müssen die Interessen unserer Länder zurückstellen und auf alles eingehen, was vom Knopftisch kommt. Hier kommt ein Ultimatum von den USA. Ihr wollt den Yangtze Kiang. Blödsinn. Der Kerl spielt wie ein Idiot an den Knöpfen herum. Wir kapitulieren. Welch großer Tag. Wir haben den Yangtze Kiang. Ob euer Mr. President auch rüberschwimmen kann? Ich frage mich, nach welchem System der Mann am Knopftisch arbeitet. Entweder er hat kein System oder er will uns erstmal verrückt machen. Passieren kann nicht viel. Unser Kapitulationskarussell verhindert den Start von Trägerraketen. Ich sehe ein Schrecken ohne Ende. Ein Ultimatum aus den USA. Ihr wollt Ulaanbaatar. Ich kapituliere. Gibt es schon Hinweise, wer da oben sitzt? Nur Gerüchte. Ein älterer Angestellter des Hauses, habe ich gehört. Ein Ultimatum aus der VR China. Erklärung, länger... Unseren Kräften, das ist aber sehr verworren, muss ich sagen, erklären feierlich, nachdem alles geschehen ist, ohne weitere Warnung, für Freiheit und Friede, Tee. Tee. Tee? TN? Thermonuklear. Nein. T-E-E. Vielleicht möchte er Tee trinken. Ja, natürlich. Tee.
Ja, kochen Sie Tee, drücken Sie Kapitulation. Los doch, können wir Ihnen helfen? Haben Sie einen Samovar? Worauf achten Sie noch? Als Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Vereinigten Strategischen Hauptquartiers der Thermonuklearmächte, Westraunum, eröffne ich die turnusmäßige Fragestunde, die aus besonderem Anlass in 86 Sprachen übersetzt und von sämtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten übertragen wird. Anwesend sind die ehemaligen technischen Bevollmächtigten der UdSSR, Frau Filomena Romanovna, der USA, Herr Bob McNaughton und der VR China, Herr Liu Zhonghai. Diese drei bilden das Sonderkomitee SEGA. Ich darf als seltenen Gast in dieser Runde den Generalsekretär der UNOPA, seine Eminenz Donnerbane, begrüßen, der Ihnen zunächst einen Überblick über die veränderte Lage gibt. Eminenz? Unser langjähriger Mitarbeiter Alfred Seeger hat sich der Zentrale bemächtigt. Vor mir habe ich die Personalakte von Herrn Seeger. Herr Seeger ist 63 Jahre alt und verheiratet, steht kurz vor der Pensionierung. Ohne Schulabschluss ernährte er sich bis zu seinem 20. Lebensjahr als Gelegenheitsarbeiter. Dann ging er zum Zirkus und trat dort wegen seines phänomenalen Zahlengedächtnisses als Rechenkünstler auf. Mit 32 war er des unsteten Lebens überdrüssig und wurde sesshaft. Er arbeitete als Nachtportier und Wächter, bis er seine Passion für die Gärtnerei entdeckte. Als Westraunum vor 16 Jahren einen Gärtner zur Pflege der im Haus aufgestellten Topfpflanzen benötigte, da wurde uns Herr Seeger wärmstens empfohlen. Er galt als, ich zitiere aus seinem letzten Zeugnis, friedfertig, stets fleißig, zurückhaltend und hilfsbereit. Soweit der Überblick von seiner Eminenz Donnerbane. Darf ich nun um Fragen bitten? Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Tätigkeit des Herrn Seeger als Rechenkünstler und den jüngsten Ereignissen? Dazu muss ich etwas weiter ausholen, insbesondere die Entstehung der magischen Zahlenreihe erklären. Als ideales Verfahren zur Herstellung einer nicht periodischen, unendlichen Zahlenfolge gilt unter Mathematikern das sogenannte Telefonbuchverfahren. Bei der Gründung von Westraunum entschied man sich für ein nicht mehr gültiges Telefonbuch einer amerikanischen Großstadt. Drastische Maßnahmen sorgten dafür, dass die gesamte Auflage bis auf 3 Exemplare vernichtet wurde. Aus den Telefonnummern bildete man fortlaufende Achtergruppen. Das sind unsere magischen Zahlen. Herr Seeger ist Eidetiker. Mit einem Blick kann er sich ganze Telefonbuchseiten einprägen. Wie wir erst jetzt ermitteln konnten, nannte er in seiner vielbestaunten Zirkusnummer auf Befragen die Telefonnummer jedes beliebigen Einwohners gerade dieser Stadt. So schließt sich der Kreis. Hat man noch Exemplare dieses Telefonbuches? Selbstverständlich nicht. Alle 3 Exemplare wurden sofort nach Einspeicherung der Zahlen in den Computer unter strenger Aufsicht der Mächte vernichtet. Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Warum erschießt man den Mann nicht? Herr Seeger gibt bei der Codierung die Ziffern ein, geht zur Kärtchenausgabe der entsprechenden Macht und nimmt das Kärtchen mit den Ziffern für die nächste Codierung entgegen. Offensichtlich löst das Kärtchen bei Herrn Seeger eine nicht rationalisierbare Furcht aus. Jedenfalls wirft er es sofort in den Reißwolf. Wollte man Herrn Seeger erschießen, so müsste das geschehen, während er mit dem Kärtchen von der Kärtchenausgabe zum Reißwolf geht. Na bitte! Während des Codierens ist der Raum um den Tisch herum eine besondere Sperrzone. Auch ein Geschoss ist pulverisiert, bevor es sein Ziel erreicht hat. Jede Art von Strahlen wird von dem Feld abgelenkt. Dann stellt euch doch neben ihn, wenn er codiert, dann habt ihr die Zahl. Herr Seeger verhält sich so, wie er es früher bei uns technischen Bevollmächtigten gesehen hat. Das heißt, vor dem Codieren lässt er die Zentrale mit Hilfe des Schutzplättchensystems räumen. Da muss man die Zahlen ihm noch nicht mehr rauspressen! Bitte schlagen Sie vor, wie man das macht, ohne das Leben von Herrn Seeger zu gefährden. Abgesehen davon wird in der Öffentlichkeit viel die Möglichkeit diskutiert, die Energieversorgung von Westraunum abzuschneiden. Westraunum garantiert allein den atomaren Frieden. Deshalb existieren keine Aufzeichnungen über die vielfältigen Sicherheitseinrichtungen. Und wenn er Nordamerika verlangt? Diese Frage kann ich nur vom Sicherheitsstandpunkt aus beantworten. Und die Antwort muss heißen,
Innerhalb der gestellten Frist schickt der amerikanische Präsident eine Abtretungsurkunde. Aber ich kann Sie beruhigen. Forderungen in dieser Größenordnung sind für Herrn Seeger irrelevant. Der teuerste Gegenstand, den er bislang für sich verlangt hat, war eine Polstersitzecke normaler Preislage. Nie war größere Macht je zu größerer Ohnmacht erstarrt. Einäschern lässt sich der Feind zwar wehrlos, doch nicht sich entwaffnen. Phönixgleich heben danach die rächenden Bomben sich ab, unversehrt. Offen und ungeschützt zeigt man vor seine blühenden Städte. Oh, reißen Sie zu sehen. Ein paar Blümchen habe ich Ihnen mitgebracht. Treten Sie doch ein. Heben Sie ab. Ah, die schönen Blumen. Bin so frei, Herr Seeger. Ich habe Ihnen einen Kräutersaft mitgebracht. Uraltes Hausrezept von meinem Drogisten. Sehr aufmerksam. Bitte. Nun, was sagen Sie zu meiner neuen Sitzecke? Ach, so eine wollte ich schon immer haben. Die muss ich gleich mal ausprobieren. Bin so frei. Ja, machen Sie es sich nur bequem. Tee habe ich auch schon bestellt. Wie ist es Ihnen ergangen? Oh, alles soweit ganz gut. Ach, diese Fliegerei. Ilse verträgt das Fliegen nicht. Und da wollten wir Sie überhaupt mal fragen, ob Sie nicht... Heute Morgen mussten wir nämlich um 6:30 aufstehen, als der Wagen kam. Dann hat man uns mit Blaulicht weggefahren. Da stand schon ein Überschalljäger. Und das vertrage ich ja nun gar nicht. Ja, wissen Sie, wenn Sie uns das nächste Mal einladen, könnten Sie dann nicht das Ultimatum auf 8 Stunden verlängern? Dann würden Sie uns doch diese Aufregung ersparen. Ja, das muss ich einrichten lassen. Danke. Ich habe es jetzt ganz gemütlich hier. Heute habe ich die Pflanzen abgestaubt, ein bisschen aufgeräumt und auch schon die ganze Knopftischarbeit erledigt. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ist das nicht sehr belastend für Sie? Vor allem die viele Verantwortung. Ich bin es gewohnt, Verantwortung zu tragen. Mein ganzes Leben lang habe ich Verantwortung getragen. Lassen wir das. Das wird Sie interessieren. Diese Rheumadecke hat mir neulich Herr Donnelbein gebracht. Oh, ist die weich. Ja, nur erzählen Sie doch mal, Herr Seeger. Wie ist dann das alles gekommen? Die Zahlen habe ich ja immer vor mir gesehen und dann habe ich sie einfach eingetippt. Ganz schön erschrocken war ich, als der Apparat dann losratterte. Aber man gewöhnt sich. Und dann sagt der Apparat immer, man ist für die Geheimhaltung verantwortlich. Und was ist wohl geheimer, als sich die Zahlen zu merken und das Kärtchen zu vernichten. Ich verstehe gar nicht, weshalb die anderen das nicht auch so gemacht haben. Die hatten Angst, die Zahlen zu vergessen. Mein Gedächtnis ist gut. Darauf kann ich mich verlassen. Ach, und da wollen Sie nun die ganze Arbeit hier allein weitermachen? Es muss ja alles seine Ordnung haben. Manchmal ist es schon unangenehm und auch sehr anstrengend. Herr Seeger, ist es dann nicht besser, Sie gehen wieder Ihrem alten Beruf nach? Pensionieren wollen Sie mich. Bei meiner Rüstigkeit. Als ob ich die Pflanzen nicht mehr pflegen könnte. Na und wenn man Ihnen nun garantieren würde, Sie nicht zu pensionieren, würden Sie dann die Zahlen verraten? Verraten? Der Apparat sagt immer Geheimhaltung. Da werde ich verraten? Man hat doch seine Ehre. Schade, dann wird nichts aus unserem neuen Haus. Wie bitte? Meine Dame, meine Herren, Ihr Tee. Es kann eben nicht jedem so gut gehen wie Herrn Seeger. Sie werden aber wirklich verwöhnt. Sie wollten sich ein neues Haus bauen? Ja, eigentlich ja, aber
jetzt, wo Sie doch hier bleiben wollen, da... Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, Herr Seeger. Es wäre für alle Beteiligten eine Erleichterung, würden Sie Ihre Wünsche nicht durch Eskalation und Ultimatum kenntlich machen, sondern sich zu diesem Zweck der Sprechtaste bedienen. Ich werde sehen, ob das geht. Danke. Ist es so recht? Ja. Haben Sie noch weitere Wünsche? Nein, danke. Ja, ich werde hier bleiben. Und Sie können hier alles bestellen, was Sie nur möchten? Bis jetzt, ja. Nehmen Sie doch von dem Gebäck. Schade, dass es keine Straßenbahn mehr gibt. Ob man Ihnen eine bauen würde? Eine richtige Straßenbahn? Ja. Wenn man Ihnen bis jetzt alles erfüllt hat, warum sollte man Ihnen denn keine Straßenbahn bauen? Aber Ilse, das ist teuer. Ich würde es versuchen. Und ich könnte auch gleich ausprobieren, ob das mit der Sprechtaste geht, wie Herr Donnelbein vorschlug. Genau. Kommen Sie. Bestellen Sie sich eine Straßenbahn. Der Herr Wünschen? Ich möchte bitte eine Straßenbahn. Sie rauchen doch. Aber ja. Zwei Zigarren und drei Cognac. Sehr wohl, eine Straßenbahn, zwei Zigarren, drei Cognac. Das hätten wir. Was meinen Sie? Ich habe hier eine Einladung zu einer Pressekonferenz. Ich soll fotografiert werden und so weiter. Ich weiß nicht so recht. Aber eine hübsche Abwechslung wäre schon. Ja, natürlich. Dann kommen Sie doch mal raus. Ja, sowas kann man sich doch nicht entgehen lassen. Meinen Sie also auch? Übrigens, gestern stand in der Zeitung, dass Architekten hier waren. Die habe ich alle rausgeworfen. Recht so. Aber ein bisschen gemütlicher machen könnte man den Raum schon. Es wird so leer hier, nur mit der einen Sitzecke. Und vor allem fehlt Licht. Meine Rede. Hier, neben das Sofa, rechts und links, je eine Stehlampe, überall Wandlampen und natürlich einen großen Kronleuchter. Gegenüber eine Schrankwand. Dann bräuchte man noch einen großen Esstisch, damit Sie auch einmal einladen können. Und dort drüben vielleicht eine kleine Rauchecke, wo sich die Herren dann zurückziehen können. Ganz mein Geschmack. Wollen Sie nicht das Einrichten für mich übernehmen? Meine Herren, Ihre Zigarre. Wenn ich mir erlauben darf, sie abzuschneiden. Aber bitte, bitte. Der Cognac, gnädige Frau. Es geht doch nichts über eine erstklassige Zigarre zum Cognac. Herr Seeger? Herr Volkmar? Haben die Herrschaften noch weitere Wünsche? Frau Volkmar, wünschen Sie noch etwas? Danke, vorerst nicht. Gnädige Frau, beweisen Umsicht. Danke, Sie können gehen. Gnädige Frau, Sie beweisen Umsicht. Wollen Sie nicht beide für ein paar Tage hier bleiben? Wir könnten gemeinsam Spaziergänge machen. Natürlich wird Ihnen jeder Wunsch erfüllt. Ich wünsche mir nämlich schon seit ewigen Zeiten, einmal von Alexandre frisiert zu werden. Wissen Sie, dieser französische Coiffeur. Bestellen Sie ihn für morgen früh? Selbstverständlich. Ja, und morgen Abend, da geben wir eine riesige Party. Ein paar hundert Leute sollen Sie für uns einfliegen. Mit Überschalljägern. Und ich werde Sie als meine engsten Berater vorstellen. Ja, die Strecke ist eingleisig, weil wir ja nur diesen einen historischen Triebwagen auftreiben konnten. Zusammenstöße sind also völlig ausgeschlossen. Sind ausgeschlossen, da wir nur diesen einen Triebwagen haben, gibt es selbstverständlich keine Zusammenstöße, zumal die Strecke durch ein abgesperrtes Gebiet verläuft. Ich glaube, das wird unsere Hörer sehr beruhigen.
Dieser Straßenbahnwagen wurde im Jahr 1935 in Betrieb genommen und stand seit 1955 im Verkehrsmuseum. Die 7 Kilometer lange Strecke wurde in der Rekordzeit von 4 Tagen erstellt. Die Gleise wurden mit einer eigens dafür eingerichteten Luftbrücke aus aller Welt eingeflogen. 4 Tage, das sind neue Dimensionen moderner Technologie. Selbstverständlich wurde in dieser Zeit auch der Triebwagen modernisiert, gepolstert und mit modernster Elektronik ausgerüstet. Vielen Dank, Herr Meyer. Dankeschön. Liebe Hörer, das war also der Chefingenieur dieses gigantischen Unternehmens. Aber da erkenne ich schon die Fahrzeugkolonne aus Westraunum. Herr Seeger, zusammen mit seinen engsten Beratern und dem Generalsekretär von UNOPA, seiner Eminenz Donald Bain, in dessen schwarzen Rolls-Royce. Es kommt Bewegung in die Menge, die fast ausschließlich zum Schutze Alfred Seegers hier zusammengezogen wurde. 20.000 Polizeibeamte in Zivil, 3.000 Beamte in Uniform, zum Teil mit Hunden. 14 Polizeihubschrauber sind im Einsatz. Der Lärm, Sie hören es ist einfach überwältigend. Das Protokoll sieht jetzt vor, aber da die Kolonne, die hat schon angehalten, Herr Seeger steigt aus. Verzeihen Sie, durfte ich mal, Dankeschön, durchgehen. Entschuldigung. Dankeschön. Oh, verzeihen Sie, durfte ich mal, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Oh, verzeihen Sie. Herr Seeger, als Sie sich zu diesem Unternehmen bereit erklärten, mussten Sie dann nicht fürchten, außerhalb des Hauses überwältigt zu werden? Ja, sehen Sie, 3 Wochen war ich nun in der Zentrale und habe immer darauf gewartet, dass man mich holt. Aber die Kollegen waren sehr freundlich zu mir. Also muss das alles schon seine Ordnung haben. Und jetzt möchte ich das auch gar nicht mehr anders. Und was werden Sie jetzt weitermachen? Ja, wir wollen uns jetzt doch öfter mal was gönnen. Vielleicht mal ein schönes Theaterstück oder so. Ach, wissen Sie, Land des Lächelns, das war doch schön. Ja, das war immer schön. Veranlassen Sie das doch bitte. Sagen wir, morgen um 3. Und Herr Donnelbein soll uns abholen. Habt ihr alles mitbekommen? Komm. Land des Lächelns, morgen um 3. Was ist denn das? Komm. Fragt die Experten. Da ist ja eine Straßenbahn. Sucht ein schönes Haus aus für die Aufführung. Eventuell was Klassisches mit Großraumtransportern anfliegen. Kommen. Eine Straßenbahn. Entsprechende Schauspieler müssen wir auch noch ausbuddeln. Ende. Welche Ziffern werden Sie heute Abend eintippen? Nee, aber ich möchte öfters mal raus mit Herrn Donnelbein und meinen Beratern spazieren fahren. So raus in den Wald. Einem alten Mann wie mir tut frische Luft gut. Nur muss Herr Donnelbein auf die Zeit aufpassen. Mein Zeitgefühl ist nämlich nicht mehr so gut. Wie spät ist es jetzt eigentlich? 2:30. Gut, nicht, dass was passiert. Eine Armbanduhr könnten Sie mir besorgen. Oder noch besser, eine Taschenuhr. So eine goldene mit Sprengdeckel. Notieren Sie das. Selbstverständlich. Hast du das? Komm. Goldene Taschenuhr mit Sprengdeckel. Ende. Lieber Herr Seeger, als besondere Überraschung können wir Ihnen einen Wunsch, den Sie vor einigen Tagen aussprachen, schon heute erfüllen. Eine Straßenbahn. Unser Protokoll sieht jetzt die Jungfernfahrt mit Ihnen als Ehrengast vor. Bitte einsteigen, meine Herrschaften. Frau Volkmar, bitte nach. Wie man nicht pensioniert wird, Science-Fiction-Hörspiel von Friedrich und Peter Scholz.
Es sprachen Peter Halwachs, Fritz Rasp, Marlene Dickhoff, Heiner Schmidt, Gerd Keller, Rosi Müller, Gerd Andresen, Lothar Schock, Helmut Wöstmann, Ludwig Thiesen, Ellen Xenakis, Carola Erdin, Horst Balke, Helene Elka, Pitt Klein und Sigi Harreis. Realisation: Ton Ludwig Groß, Schnitt Christa Grunewild, Regieassistenz Arturo Möller, Musik und Regie Friedrich Scholz. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1973.